Wenn aus smart, genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ein Interview am Start haben, und zwar mit Christian Hassler. Er ist für mich so der Hidden Champion in der Gesundheitsprävention. Und wir knüpfen an die, ja, das ist fast eine Staffel, die wir hier machen, an das Interview von Oliver Neumann von Cyber Concept. Mit ihm zusammen, seinem Team, haben wir die Cyber Health Masterclass ins Leben gerufen. Das heißt, ihr kriegt zu ganz speziellen Gesundheitspräventionsthemen Live-Mentorings und 5 zertifizierte Online-Kurse. Schaut euch das unbedingt an. Wir haben alles verlinkt in den Shownotes. Das dürfte dich in jedem Fall interessieren. Wir haben das ausgerichtete Programm für Startups und KMUs. Also bitte unbedingt in die Shownotes reinschauen. Auch weil Christian Hassler einige Sachen in diesem Interview erzählt, die so spannend sind, dass man sie unbedingt als Video anschauen muss. Und das haben wir mit verlinkt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich habe mich zugegebenermaßen ein bisschen verquatscht mit Christian und wir werden auch noch eine Folge produzieren, aber diese Folge war so lang, dass wir sie in 2 Teile geteilt haben. Das heißt, den ersten Teil hört ihr heute und den zweiten Teil gibt es gleich morgen hinterher und darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Richtig coole Learnings dabei, Golden Nuggets habe ich geschürft mit ihm und er erzählt uns seine Gründungsgeschichte und was ihn am Ende so erfolgreich gemacht hat. Und jetzt hoffe ich, dass ihr ganz gespannt seid. Wir machen jetzt einen kurzen Break und dann geht's auch schon los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bei mir heute in der Show Christian Hassler. Christian, grüß dich und schön, dass wir es endlich geschafft haben, hier diesen Podcast aufzunehmen. Hallo Norman. Ja, ich freue mich auch riesig. Seit Tagen fieber ich diesem Tag entgegen, um mich mit dir zu unterhalten. Sehr cool. Du bist ein ganz erfolgreicher Multiunternehmer, kann man eigentlich sagen. Und ich möchte heute, oder mein Ziel ist es heute, ich habe es ja gerade in unserem Vorgespräch gesagt, herausfinden, was dich am Ende so erfolgreich gemacht hat, damit die Startups zum Beispiel, die jetzt hier auch diesen Podcast hören, oder andere Unternehmer, Unternehmerinnen lernen können oder inspiriert werden, was sie vielleicht bei sich selbst verändern können oder anders machen können. Wir werden, und das ist so der Cliffhanger jetzt für unseren Podcast, auf ein Thema zusteuern. Es geht um Entscheidungskompetenz und da hast du mir den Mund ganz wässrig gemacht beim letzten Mal, bei unserem letzten Call, was das wohl mit Pokern zu tun hat. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Christian, vielleicht kannst du dich nochmal kurz selbst vorstellen. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich? Ja, also wie gesagt, Name Christian Hassler. Ich bin verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder, eine tolle Frau zu Hause. Bin von der Basis eigentlich diplomierter Sportwissenschaftler, habe einfach aufgrund von der persönlichen Geschichte da meine absolute Leidenschaft, Passion entdeckt, Menschen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln, gerade im gesundheitlichen Bereich. Und ja, mit dem Thema habe ich mich vor knapp 16 Jahren dann selbstständig gemacht. Und seitdem ist es so dieser gemeinsame Nenner, Menschen in ihrer Entwicklung fördern, für den ich antrete und aus dem ich eigentlich so meine berufliche Laufbahn, mein Erfolg lässt sich immer von mehreren Blickwinkeln betrachten, aber ich persönlich finde, meine erfolgreiche berufliche Laufbahn einfach gestaltet habe. Ja, bin ein total bodenständiger, normaler Typ, der super gerne eigentlich noch Tischtennis spielt, trainiert, das bisschen Freizeit, das einfach noch neben dem Beruf, neben der Arbeit irgendwie bleibt, einfach sehr gerne mit Familie und mit seinen Kindern verbringt, wehmütig manchmal irgendwo unterwegs ist und seine Kinder auch vermisst. Mhm. Aber ich es trotzdem, glaube ich, sehr gut hinbekomme, beides unter einen Hut zu bringen, zumindest
in den letzten 5 Jahren um. Da kommt schon die Einschränkung. Ja. Okay, das heißt 11 Jahre unter Dauerfeuer. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Niklas ist 8 und Anni wird jetzt dann 6 Jahre alt. Mhm. Und die ersten Jahre sind, man sagt es auch so schön, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und in der Selbstständigkeit musste ich auch diese Lektion lernen, die einem komischerweise jeder Mentor, jeder Erfahrene, mit dem man sich dann unterhält, schon ankündigt. So, stell dich mal auf 5, 6, 7, 8, 9, 10 spannende Jahre ein. Und man denkt ja in jungen Jahren immer, das kriege ich auch irgendwie schneller hin, das kann doch nicht sein. Ja. Um dann trotzdem die Erfahrung zu machen, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht, diese Strukturen, diese Entwicklung hinzulegen. Und so seit 5 Jahren bin ich in einem Setup, in dem ich mich einfach pudelwohl fühle. Mhm. Und ja, dieses Setup baue ich auch immer weiter aus mit Beteiligungen. Ich habe immer mehr Menschen in meinem Umfeld, die Dinge einfach viel besser können als ich. Das ist, glaube ich, eines dieser ganz großen Learnings. Und seitdem ich auch so denke und mir auch genug Partnerschaften in dem Bereich quasi gesucht habe, die auch pflege, mich auch dafür einsetze, seitdem wird mein Leben auch wieder mehr ein Leben. Ja, wichtig, die Kurve dann noch zu kriegen, ne? Also egal, wann man sie kriegt, dass man sie kriegt, ist wichtig. Aber da würde ich nachher gerne nochmal einsteigen, Thema Beteiligung, Partnerschaften, wenn du sagst, das waren so deine großen Learnings. Ich würde gerne mit dir noch eine kleine Zeitreise machen und mal so ein bisschen in die Vergangenheit zoomen. Wie war vielleicht so Schulzeit für dich? War das schon immer klar, wo die Reise mit dir hingehen sollte? Als Unternehmer warst du irgendwie vorgeprägt durch dein Elternhaus. Und wie hast du die Schulzeit so erlebt? Oh Gott. Ich glaube, spannend wäre es da, du würdest meine Lehrer fragen. Also Schulzeit war für mich eine Zeit des Austobens. Also elterliche Prägung habe ich aus unternehmerischer Sicht überhaupt keine. Ich habe unfassbar liebevolle Eltern, die mich bei allem wahnsinnig unterstützt haben, indem sie mir einfach den Freiraum gelassen haben und mich unterstützt haben, mich nicht unter Druck gesetzt haben, aber auch mich in keiner Weise eingeschränkt haben. Deswegen glaube ich, hatte ich unterm Strich die bestmögliche Unterstützung, um den eigenen Weg zu finden, die man sich vorstellen kann. Vielleicht sogar noch besser, als wären meine Eltern Unternehmer gewesen, weil vielleicht hätten sie dann versucht, mich in eine Richtung zu schieben oder hätten mir ein Korsett umgeschnallt, ohne dass sie das vermutlich gewollt hätten. So hatte ich einfach kompletten Freiraum. In der Schule bin ich ganz offen, gibt es einfach einen Wendepunkt. Und der war mit 15, 16 Jahren. Zuvor hatte ich einfach nur Sport im Kopf. Also ich war dieses klassische Kind, das einfach nach der Schule nach Hause kommt, mit seiner Mama diskutiert, ob es jetzt die Hausaufgaben jetzt sofort macht oder abends vom Abendessen. die am liebsten die Büchertasche in die Ecke geschmissen auf dem Sportplatz und abends, wenn es dunkel war, das war meine Uhr, Sonne geht unter, ich muss langsam nach Hause, essen, Hausaufgaben, ins Bett und am nächsten Tag das Gleiche von vorne. Das heißt, Schule ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe nur einfach keinen Sinn darin gesehen, Dinge zu lernen, die mich halt einfach überhaupt nicht interessiert haben. Schade war, dass ich das mein Umfeld zum Teil auch tatsächlich habe spüren lassen. Also mit Sicherheit auch dem einen oder anderen Lehrer Unrecht getan, die es mit Sicherheit gut gemeint waren, aber halt mein Desinteresse dazu geführt hat, dass ich nicht immer ruhig auf dem Platz saß. Aber ich war schon immer jemand, der auf gut Deutsch Hummeln im Arsch hat und einfach was machen wollte und aktiv war und agil war. Es gab dann einen Wendepunkt. Mit 15 und mit 16 musste ich realisieren, dass es so aus diesem Leben, das ich mir gewünscht habe, mit Sport mein Geld zu verdienen, also mit aktivem Sport mein Geld zu verdienen, da gab es einen Wendepunkt, da wurde ich krank, hatte eine Tumorerkrankung am Oberarmkopf, bin da zweimal operiert worden. Und wenn man gerade in den jungen Jahren aus dem Leistungssport herausgerissen wird, ist dann relativ. Das Zoom hat sich einfach verabschiedet. Ich habe es gesehen. Ganz krass. Wir waren stehen geblieben und wir haben alles aufgezeichnet. Ich habe gerade nachgeschaut, Gott sei Dank. Ja. Den ersten Teil haben wir und der Schicksalsschlag, also die Wende eigentlich, ne? Deine berufliche, sportliche Perspektive. Ja, ja, da setzt man nochmal an. Genau, also die Schulnoten haben sich einfach mit diesem Ereignis, mit dieser Phase danach deutlich verbessert. In mir wuchs einfach dieser Wunsch,
auf anderer Ebene davon was zurückzugeben. Dieser ganze Bereich Medizin, der war danach eigentlich für mich, ich will nicht sagen unerreichbar, aber ich hatte einfach ein Problem damit, Blut zu sehen. Ich habe heute noch, um mal die Hosen runterzulassen, immer noch Schiss vor Spritzen. Also es war Okay. relativ schnell klar, dass es die Medizinrichtung bei mir nicht werden wird. Und hab dann einfach geschaut, in welchem Bereich kann ich Menschen helfen und es mit meiner Leidenschaft Sport kombinieren und habe dann Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation studiert. Und komischerweise war daran auch ja, meine Leistung dementsprechend. Ich habe dann nach 7 Semestern mein Diplom gemacht, habe das auch mit einem recht ordentlichen Schnitt abgeschlossen und habe das erste Mal einfach als junger Mann erfahren dürfen, wie leicht einem Dinge fallen können, wenn man zu 100% hinter einer Sache steht. Vorher war Latein für mich ein grausames Fach, weil ich keinen Bezug zum Leben hatte, bei einer Sprache, die nicht mehr gesprochen wird. Bei dem Lernen lateinischer Begriffe für Muskeln, für Sehnen, gerade in der Medizin ist Latein einfach eine viel verwendete Sprache, fiel mir das total leicht. Und ich glaube, dieses Learning, suche dir etwas, für das du brennst, und dann wirst du darin auch gut, wenn es dir nicht schwerfällt, es einfach einen ganzen Tag zu machen, war dann für mich auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach in dem Bereich Gas geben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht derjenige, der sich gerne viel vorschreiben lässt. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, ich habe da meinen Kopf und brenne und dann kann ich auch laufen und dann kann ich auch schnell laufen und dann kann ich auch lange laufen. Und das war so der Startschuss für mich, zu sagen, okay, ich versuche das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, umzusetzen. Und es mündete dann tatsächlich in die direkte Gründung meiner Selbstständigkeit, ohne einen einzigen Tag angestellt gewesen zu sein. Also mit meinem Diplom habe ich mich sofort selbstständig gemacht. Clever war es nicht. Man hätte noch Förderungen kassieren können, aber ich wollte einfach nicht. Ich wollte nicht, wollte mich nicht arbeitssuchend melden. Ich wusste, was ich will und hatte Bock und habe es dann, so blöd es klingt, einfach gemacht. Wer war dein Mentor? Weil wenn du sagst, du hast in deinem Elternhaus eigentlich da gar keine Prägung, ja, oder auch keine Berührungspunkte gehabt, eher so dieses open-minded sein, ja, also diese wir begleiten dich, egal wohin dein Weg dich führt, ja, finde ich super, Ja. ja, das also kann man als Eltern gar nicht richtiger machen, aus meiner Sicht, genau, wie du auch gesagt hast. Aber wer war so dein unternehmerischer Mentor? Gab es ein Buch oder wurdest du irgendwie inspiriert? Oder wie entstand dieses Momentum, dass du gesagt hast, so, ich gehe in die Selbstständigkeit und mein erstes Business ist und dann los? Der Weg in die Selbstständigkeit waren tatsächlich meine Eltern. Wenn du als Kind, als Jugendlicher erfährst, dass du quasi alles machen kannst und dass dich deine Eltern unterstützen, verlierst du die Angst vor diesem Schritt. Und meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich in der Lage war, Nein zu sagen, wenn mir etwas nicht gepasst hat, aber auch bedingungslos dafür zu kämpfen und zu rennen, wenn mich etwas interessiert hat. Das war der Schritt in die Selbstständigkeit. Und in den nächsten Jahren hatte ich dann in Anführungsstrichen das Glück, einfach ein paar Menschen in meinem Umfeld zu haben, die ich fragen konnte. Und auch da kommt wieder diese Verbindung zum Elternhaus. Ich habe gelernt, dass es kein Problem ist, einen Fehler zu machen, wenn man bereit ist, sich im Anschluss ehrlich dafür zu entschuldigen. Ich habe auch gelernt, dass es keine Schande ist, eine Frage zu stellen, zuzugeben, dass man etwas nicht weiß. Und so bin ich letztendlich auch zu meinen Mentoren, wenn man das so nennen möchte, gekommen. Einer war Alexander Strahl, der in Schweinfurt damals mit Abstand den größten Fitnessclub hatte. Und ich ihn einfach gefragt habe, ob ich seine Laufbänder mitnutzen darf, als Personal Trainer und Leistungsdiagnostiker. Das war der erste Schritt. Also Herz-Kreislauf-Untersuchungen, Lungenfunktionstests, Leistungssteuerung von Sportlern. Da hatte ich ein mobiles Gerät, aber ich hatte ja keinen Raum, ich hatte keine Laufbänder, ich hatte keine Duschen. Christian, du musst zum Mikro wieder zurückkommen. Also habe ich ihn einfach auch gefragt und war mir da nicht zu schade und habe ihn auch mit meiner Hartnäckigkeit unterstützt. Also da kam viel Unterstützung für den ersten Schritt. Und als ich ein Jahr später dann das Next Level eröffnet habe, sprich meinen eigenen Club,
War es auch so, dass ich in dem Fall den Alexander Strahl angesprochen hatte. Ich bin sehr offen und ehrlich mit dem Thema umgegangen, dass ich jetzt quasi auch eine Trainingseinrichtung eröffnen möchte. Habe da auch Unterstützung erfahren, weil wir von der Kundengruppe einfach in zwei unterschiedlichen Bereichen waren. Ich war in einem sehr hochwertigen, hochpreisigen Segment, eher mit einem Enjoy, einfach so der Anbieter für die breite Masse. Und habe da auch wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man offen mit den Themen umgeht, um Hilfe fragt, dass man die Unterstützung häufig auch bekommt. Aus unternehmerischer Sicht gab es dann noch einen großen Wendepunkt. Eigentlich mit der Eröffnung der Einrichtung war ich eigentlich gefühlt schon auf dem Papier pleite, weil tatsächlich mein Steuerberater einfach einen inhaltlichen Fehler gemacht hat in dem Konstrukt Finanzierung und Miete. Und dieses unverschuldet, wobei das ja auch nicht ganz richtig ist, sondern es wäre meine Aufgabe gewesen, als jemand, der sich selbstständig macht, sich auch mit diesen steuerlichen und rechtlichen Themen auszukennen. Da war ich noch nicht fit genug, habe ich es nicht besser gewusst, wäre deshalb schon mitverschuldet fast pleite gewesen, hatte dann große Unterstützung von meiner Bank, weil sich an dem Grundthema, an meiner Begeisterung und an dem Zukunftsthema nichts geändert hatte. Ich musste einfach nochmal nachfinanzieren. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, das passiert mir nie mehr wieder. Was nützt mir meine Fachkompetenz als Trainer, als Sportwissenschaftler, wenn ich auf der anderen Seite Defizite habe im Bereich Steuern und Recht? So war es jetzt in diesem Fall. Und so hat sich auch diese Leidenschaft für mich entwickelt, nicht nur Dinge inhaltlich gut zu machen, sondern sich auch konzeptionell mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Und das war so ein unternehmerischer Wendepunkt, wo ich einfach Stark. auch diesen Spaß entwickelt habe, mich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Weil als Trainer war ich gut, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe renommierte Sportler betreut, da hatte ich die Anerkennung, die man, glaube ich, trotzdem irgendwie als Trainer gerne hat, die habe ich bekommen. Ich wusste, was ich da kann, aber ich habe dann auch gelernt, dass es noch ganz viel gibt, was ich nicht kann. Und dann war mein Ehrgeiz geweckt. Eine Frage. Du hast gesagt, du wolltest ein hochwertiges Angebot machen. Und ich finde das richtig gut. Das deckt sich auch mit unserer Firmenphilosophie, ja, dass im Grunde das hochwertige Produkt das erfolgreichere Produkt ist. Viele trauen sich aber nicht ran, weil sie sagen, naja, zu dem Kurs bezahlen das halt nicht so viele. Ja, also das Risiko ist vermeintlich höher, dass die Leute sagen, ist mir zu teuer. Wieso hast du dich dafür entschieden? Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michael Menten und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile-App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch zusammengeschrieben.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch einen Special Deal. Ich bin relativ früh mit dem Begriff der engpasskonzentrierten Strategie vertraut Schön. gewesen. Sehr gut. Und wenn man sich die Fitnesswelt zur damaligen Zeit angeguckt hat, dann habe ich ja als Personal Trainer und Leistungsdiagnostik, also diese ganz hochpreisige Schiene abgedeckt. Sprich, ein Kunde hat bei mir 60, 70, 80 € pro Stunde bezahlt. Das war das eine Extrem. Und es gab das zweite Extrem, in Anführungsstrichen, die Fitnessmitgliedschaft in einem Studio, pauschal 50 €. Und es gab einfach nichts dazwischen. Und das Feedback, das ich immer wieder auch von meinen Kunden bekommen habe, war: Mensch, Christian, kannst du nicht was Eigenes machen? Hier sind so viele Leute, du kannst zum Teil nicht an die Geräte. Aber auch,
Es gibt gar nicht so viele Menschen, zumindest in der Region, die dauerhaft bereit sind, pro Monat 500, 600 € für eine Leistung zu bezahlen, die es aus meiner ganz persönlichen Sicht auch irgendwann nicht mehr wert ist. Also ich hab einen extrem hohen Ethikanspruch an das, was ich tue. Und ich habe das immer mit einem Computerspezialisten verglichen. Ich habe gesagt, wenn ich heutzutage mit meinem PC ein Problem habe, dann brauche ich einen Spezialisten, der dieses Problem 2 Stunden lang für mich löst. Der stellt mir dann 200 € in Rechnung und dieses Geld ist es auch wert. Das ist im Personal Training oder im Training auch die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Stunden so. Nur irgendwann, wenn mir ein Coach neben mir steht, wie ich Excel oder PowerPoint richtig bediene und er mich anfeuert, dass ich noch 2 Slides hinzufüge und nochmal 10 Tastaturanschläge mehr mache und er mir eigentlich nichts mehr Neues beibringt, sondern mich nur dabei begleitet, dann geht irgendwann diese Schere zwischen Aufwand und wirklich Nutzen stiften auseinander für den Kunden. Und das war was, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann diesem Menschen zu diesem Preis diesen Mehrwert aktuell nicht bieten, sodass ich wirklich dahinter stehe. Ich hätte es aber gleichzeitig für 5 Leute auf dem gleich hohen Niveau abliefern können. Und das war die Geburtsstunde eigentlich des Next Levels, zu sagen, ich biete eine Basis des Trainings an, alle Vorteile aus einem Fitnessbereich und alle Vorteile aus dem Personal Training, nur zu einem Kurs, der irgendwo in der Mitte liegt. Und so wie du es gesagt hast, eigentlich jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat mir erst gesagt, dass es nicht geht. Also Sehr gut. wenn ich nach der Meinung aller anderen gegangen wäre, dann wäre ich schon von der Geburt an pleite gewesen. Aber für mich gab es den Markt. Ich kannte mich fachlich in dem Bereich aus. Ich habe erkannt, dass es dort Nachfrage gibt. Und war dann der Meinung, löse den Engpass einer Zielgruppe besser als alle anderen und die Leute bauen eine Brücke zu dir. Und so war es letztendlich auch. Für mich war entscheidend, es ist so eine Floskel aus dem Marketing, also Marken entstehen durch das, nicht durch das, was man tut, sondern durch das, was man nicht tut. Das heißt, ich hatte ein sehr klares Bild, für was ich stehe und was ich eben auch nicht tue. Wir hatten keinen Ausdauerbereich, wir hatten keinen Kursbereich. Ich habe ganz vieles weggelassen, um eine klare Kommunikation zu haben. Und es gab dann einfach die Menschen, die genau das gesucht haben. Und ich habe ja keine 5.000 davon gebraucht, sondern 300. Das muss man ja fair sehen. Und ja, ich glaube, es ist das, ich meine, blauäugig, in Anführungsstrichen, Dinge nur teuer zu machen, die aber nicht mehr wert sind. Das ist der falsche Gedanke und ich glaube, das wird häufig verwechselt, wenn man sagt, ich verkaufe lieber an weniger zu ganz viel Geld, dann habe ich ja weniger Arbeit damit. So ein klassisches Denken im Leistungssport. Wenn jemand in einem, man denkt oft, naja, Bayern München, die kaufen das schon, die haben Geld. Also nur weil die gegenüberliegende Seite Geld hat, heißt es noch lange nicht, dass sie Geld sinnlos für Dinge ausgibt. Ich glaube sogar, wenn sie das täten, dann hätten sie nicht so viel Geld. Die, Also gerade gerade. die suchen den Wert, ja, die Ganz Qualität. genau. Also absolut. Und Ja, das absolut. war so das Schlüssel oder eines dieser Schlüsselerlebnisse zu sagen, okay, bei dieser Zielgruppe, wenn ich diesen Mehrwert liefere, dann sind sie durchaus bereit, das zu bezahlen. Das Angebot war in sich sehr, sehr fair und aus dem Grund hat es auch funktioniert. Ja, stark. Vor allem der Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich bahnbrechend, dir zu überlegen. Wir versuchen ja immer, gerade so in der Markenbildung, Positionierung und so weiter, da versuchen wir immer, wofür stehen wir? Aber auch den Gegenpart, den Gegenpol herzustellen und zu sagen, wofür stehen wir eigentlich nicht? Also welche Aufträge sagen wir ab? Welche Leistungen bieten wir genau nicht an? Ja, das macht das Ganze am Ende scharf. Sehr cool. Ja. Stark. Also ich glaube, bis hierher wissen jetzt alle Hörerinnen und Hörer, warum ich dich eingeladen habe und warum ich so hartnäckig an dir dran geblieben bin. Du bist hier gleich ums Eck in Schweinfurt mit Next Level. Also wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Beschreib doch mal, was oder wie stelle ich mir das Next Level heute vor? Und ich will mit dir so in Richtung Skillcord, weil das natürlich auch nochmal eine, finde ich, bahnbrechende Erfindung von euch ist. Ja, um chronologisch weiterzumachen, Next Level Fitness, auch da wieder, um das Bild des heutigen Next Levels zu sehen, muss man wissen, dass wir nach einem Jahr hatte ich den Engpass, dass ich aber sehr gute Trainer gebraucht habe, die alle medizinisch bewandert waren. Und dann ja, bin ich wieder eigentlich einen außergewöhnlichen Weg gegangen. Ich habe mir Physiotherapeuten eingestellt. Den allerersten Andreas König, heute der Leiter unserer gesamten Naturheilpraxis und Osteopathie.
einer der Menschen, die einfach die eine absolut beeindruckende, einen beeindruckenden Weg hingelegt haben. Für mich eine der Schlüsselbegegnungen, dass ich ihn damals kennenlernen durfte und ihn heute eigentlich zu meinen besten Freunden zähle, wenn nicht sogar zu dem besten Freund. Und letztendlich war das der Beweggrund zu sagen, okay, ich eröffne eine Physiotherapieeinrichtung, sodass ich fachlich hochqualifiziertes Personal bekomme, die zur Hälfte physiotherapeutisch behandeln und zur anderen Hälfte für meine Mitglieder einfach als tolle Coaches, als tolle Trainer zur Verfügung stehen. Das heißt, die Intention, die Physiotherapie zu eröffnen, war nicht damit Geld zu verdienen, sondern auch da wieder Nutzen und Mehrwert zu stiften. Es war nur das Vehikel, das ich benutzt habe, um es einfach finanziell abbilden zu können. Ja, und wie es dann so spielt, wenn man etwas tut, um möglichst gut zu sein und nicht es tut, um nur Geld zu verdienen, haben wir dann tolle Mitarbeiter gefunden. Dann blieb plötzlich das erste Mal Geld übrig in der Physiotherapie, aber das hatte ich ja gar nicht erwartet. Ich habe es ja auch in Anführungsstrichen nicht gebraucht. Ich habe ja aus dem Fitnessbereich gelebt. Dann habe ich dieses Geld investiert in neue Geräte, wieder in Personal. Und ich will nicht sagen, so aus dem Nichts, aber plötzlich entstand dann eine physiotherapeutische Einrichtung mit 4, 5, 6 Physiotherapeuten, die einfach eine hervorragende Arbeit abgeliefert haben, weil es einfach kaum Restriktionen gab. Wenn das Team mal was gebraucht hat, dann habe ich das besorgt. Es war ja Geld da durch die Arbeit. Und dann kam irgendwann diese unternehmerische Entscheidung, gesagt, diese Kombination aus Therapie und Training. Und es gibt so einen reißerischen Satz, eine Therapie ohne begleitendes oder weiterführendes Training ist keine Therapie. Das kann man nicht zu 100% immer stehen lassen, aber es zeigt zu diesem Grundtenor, dass Therapie einen sehr hohen aktiven Anteil einfach hat und haben muss. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dieses Thema einfach weiter auszubauen. Und daraus ist dann quasi das Next Level entstanden, so wie es heute ist. Also Physiotherapie, Osteopathie, eine Naturheilpraxis, die in Schweinfurt einzigartig ist, in Verbindung mit einem Trainingsbereich, der die Therapie fortführt, ergänzt, aber halt Sinn stiftet und Nutzen stiftet. Und das hat alles ganz klein angefangen. Wir haben Flächen in Schweinfurt damals in der Innenstadt mit dazu genommen. Die Räumlichkeiten waren dann aber irgendwann für unsere Ansprüche völligst ungeeignet. Habe dann versucht, den einen oder anderen Umweg zu finden, Nebengebäude angemietet. Das war dann irgendwann Flickschusterei, so wie es in vielen Firmen ist, wenn man einfach aus seinem Bestehenden herauswächst. Bedarf es dann auch wieder einfach Entscheidungen, die oft wehtun, die meistens den Weg erstmal etwas erschweren, war für mich, eine Immobilie zu suchen, einen Standort zu verlassen. Hatte dann Glück, dass ich die ehemalige Kaserne, die ehemalige Bowlingbahn der US-Amerikaner kaufen konnte und bin dann eigentlich auch nach ziemlich genau 9 Jahren den Schritt gegangen, meine Mietverträge zu kündigen. Und 7000 Quadratmeter Grund zu erwerben, 2300 Quadratmeter Bowlingbahn komplett zu entkernen, ein Jahr lang umzubauen, während dem laufenden Betrieb, also wir hatten ja trotzdem noch den Standort in Schweinfurt, und umzuziehen. Und das war ja, letztendlich diese Verbindung aller Elemente im Next Level, so wie es heute ist. Und Man kann jetzt es eigentlich weiter, nicht, ja. man kann es eigentlich nicht vergleichen, ne? Also wir reden hier nicht über ein Fitnessstudio, sondern wir reden eigentlich eher über eine Fitness-Gesundheits-Boutique. Ist eigentlich ein Boutique-Unternehmen. Ja, wir bezeichnen uns als Therapie- und Trainingszentrum. Spannenderweise auf einer verhältnismäßig großen Fläche, ohne groß zu sein. Also der Fitnessbereich, es sind bei uns ein paar hundert Mitglieder. Ich will auch keine 2000. Die Physiotherapie ist großzügig, ist perfekt ausgestattet. Ich will aber keine 30 Physiotherapeuten anstellen. Ich will weiterhin lieber für ein paar weniger Menschen hervorragende Leistung anbieten, als für viele durchschnittliche. Das ist auch ein Markt, aber es ist nicht meiner. Also bieten wir das bewusst nicht an. Und wir sind eines der größten und modernsten Therapie- und Trainingszentren in Deutschland, ohne, wie gesagt, eine große ambulante Reha zu sein. Und trotzdem für jeden Menschen ein Angebot zu haben, der, und das ist unsere Zielgruppe, das Beste für sich will, aber auch von sich will. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Wir haben Patienten, die bereit sind, Zeit
Enthusiasmus, Begeisterung, auch ein bisschen Geld für sich zu investieren. Also die auch bereit sind, letztendlich von sich selbst etwas zu verlangen und nicht nur sagen, hier ist ein Rezept, jetzt mach einfach mal. Ja. Und diese Kombination ist für uns einfach ein wundervolles Arbeiten, weil ich glaube, es geschafft habe, mein Team tolle Voraussetzungen zu schaffen und wir auch Patienten haben, die das wertschätzen. Und wir sind ja nicht teurer als eine andere Praxis. Also wir kriegen fürs Rezept das identische Geld wie in einer anderen Praxis irgendwo anders in Deutschland. Unser Kassensystem ist da ziemlich eindeutig. Aber wir haben es geschafft, Menschen zu haben, die das wertschätzen, die auch bereit sind, die Übungen zu machen, die bewusst zu uns kommen. Und das ist ein Arbeitserlebnis, das wir tatsächlich erst in einem neuen Standort erfahren haben. Und das sind auch so diese kleinen unternehmerischen Lehren. Ich sage, biete deine Leistung an, einfach auch einer Zielgruppe, die es wertschätzt. Ja, und dann hast du deine Wunschkunden. Das, was du gerade beschreibst, ist im Grunde der Zugang zu deinen Wunschkunden. Genau, und dann hast du deine Wunschmitarbeiter. Ja. Und dann gibt es, wenn man nicht selbst abhebt oder die Bodenhaftung verliert oder denkt, dass man alles weiß, ganz wenig, was einem noch so richtig aus der Bahn werfen kann. Und es hat sich mit meinem Wunsch gedeckt, einfach mehr Menschen zu helfen. Also wenn man sieht, Personal Training, so 1:1, habe ich halt am Tag 8 Leuten irgendwie geholfen. Dann mit dem Fitnessclub waren es dann schon mal 300 im Jahr. Mit der Physiotherapie waren es dann das erste Mal ein paar hundert, dann irgendwann mal ein paar tausend. Und dann kam aber auch dieser Wunsch, das weiterzuentwickeln. Und das war dann letztendlich die Geburtsstunde von der Laufschule. Wir haben dann angefangen, Menschen das Gehen und Laufen beizubringen, also sowohl Kinder, dass sie sich besser entwickeln, dass sie lernen. Ja, die Thema ADS, dass sich länger konzentrieren können, motorisch auch einfach optimal entwickeln, was heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich ist, weil die meisten Kinder sehr viel Zeit vor Fernseher, Tablet, PC oder Handy verbringen. Das ist gesellschaftlich keine schöne Entwicklung. Ja. Und da hatte ich das erste Mal die Chance, ein Konzept zu entwickeln. Also das war die Wende hin zum wahren Unternehmertum, nicht nur seinen eigenen einen Standort zu haben, sondern anderen Einrichtungen, anderen Physio- und Fitness-Einrichtungen ein Konzept zur Verfügung zu stellen. Das war die Laufschule. Auch mittlerweile sind wir die größte Laufschule in Europa. Wir haben 170 Standorte in Europa verteilt. Stark. Und dort helfen jetzt dann 170 Partner, also 169 andere, dabei, Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Und das ist für mich einfach etwas, wo ich sehr stolz drauf blicke, weil ich es geschafft habe, jetzt plötzlich in den letzten Jahren irgendwie über 100.000 Menschen einen kleinen Anteil daran zu haben, dass es denen vielleicht nach unserer Leistung als Team etwas besser geht als vorher. Stark. Das war so der Weg Richtung Laufschule und Konzept. Kurzer Schwenk mal auf die Mitarbeiter, weil so wie sich das für mich anhört und anfühlt, ist, dass du großen Wert auch auf die richtigen Leute legst. Was würdest du sagen, warum arbeiten die Leute gern mit dir und im Next Level?